Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Wir sind letztes Mal haben Schloss Sturmschleier etwas verlassen und sind der Turmbrücke hier gefolgt. Und wir haben ein ziemlich großes Türchen vor uns. Ich bin sehr gespannt, was dahinter sein wird. Heiliger Turm von Lingrave. Absolut fest verschlossen. Schade. Und wie öffne ich das? Naja. Finde ich schon irgendwann raus, Leute. Dann war wohl das nix. Mit dem Besuch hier. Aber wir können auch die Items, die hier sind, abgreifen. Absolut fest verschlossen. Vielleicht muss man in der Story jetzt erst was machen. Damit man da rein kann. Ich habe halt gedacht, das ist was Optionales. Kann immer vielleicht noch was Optionales sein. Ah, ich muss anscheinend irgendwas tun, damit die Tür aufgeht. Was gafft ihr hier alle so rum? Ist doch nur ein toter Riese, verdammt. Also mich hat ja hier ein Portal hingebracht, aber wie es aussieht, gibt es keinen Rückweg mit dem Portal, oder? Das finde ich nicht toll. Ja, dann muss ich mich dahin porten und hoffen, dass die Riesen tot bleiben. Weil da waren noch Items. Nope, die bleiben nicht tot. Kippt eigentlich um. Wieso kippt der denn jetzt auf einmal um? Weil sein Kollege abgeschossen hat oder was? Ist der down? Das ist ja geil, dass der eine Riese von den anderen Riese abgeschossen werden kann. Es ist super episch, wie er einfach ihn die Sense in den Bauch rammt. Okay, hier waren noch Items. An die komme ich auch ran, ne? Ja. Ich hatte halt ein bisschen letztes Mal Skrupel, weil, ja, man kommt wahrscheinlich nicht zurück. Nee, man wäre auf jeden Fall nicht wieder hochgekommen. Okay. Zwei Stück haben wir hier. Mal gucken, was das ist. Weiche Baumwolle, ne? Das beeindruckt mich jetzt nicht so. Und ein Kriegsgeschenk-Skarabäus. Was? Das ist eine Rüstung? Absolut dumm. Es gibt halt Ausrüstungsstücke, die sind einfach dumm.
So, bevor ich jetzt abstürze, gehen wir zurück. Okay, das hat leider nicht funktioniert mit dem Turm. Wir kommen leider noch nicht rein. Aber dann haben wir den Weg jetzt abgecheckt. Ah, Moment. Ich kann Level up machen. Dann kann ich ja jetzt. Ja, ich war hier. Da oben waren ein paar Schützen. Aber ich weiß nicht, wie ich zu denen oben hinkomme, um ehrlich zu sein. Da war irgendwie kein anderer Weg. Ja, Blas ins Horn halt. Okay, der eine war schneller da, als er sollte. Wisst ihr was? Ihr geht mir mittlerweile richtig hart auf die Nüsse. Hier, verschwindet! Nein, Fackel. Die Fackel muss ich gleich wieder rausnehmen. So. Vielleicht kommt man so zu denen hin. Da im Eingangsbereich halt. Nee, das führt einfach nur zu einem Item. Holzschild. Ich denke nicht, dass der gut ist. Wo ist er da? Nein. Alles, was nicht 100% Körperabwehr hat, ist in meinen Augen nicht gut. So, ich bin eigentlich super neugierig, wie ich noch zu diesen anderen Schützen da, die auf einen Ballern hochkomme. Oh, hier habe ich noch einen. Ne, es ist ein Gegner-Drop. Wo ist denn das jetzt hier? What the fuck? Ist das vielleicht die andere Seite von der Nebeltür, die ich schon mal gesehen habe? Könnte sein. Ist auf jeden Fall ein versteckter Bereich. Und hier wird wohl längere Zeit schon nicht sauber gemacht, so wie viele Fliegen hier umher hin. Okay, ich brauche Schlüsselstein dafür. Ich benutze ihn mal. Ich hoffe nicht, dass es nicht nur eine Abkürzung ist. Nee, lohnt sich. Gebetbuch der Götterskalpe. Das kann ich den Gebetsheini geben, oder? Ja. Siegel des Götterstöters. Das ist kein Ausrüstungsgegenstand. War das ein Schlüssel-Item? Ich habe nicht ganz genau drauf geachtet. Nö, hier ist es nicht.
Ich habe es nicht ganz genau mitbekommen, was das war. Ist das vielleicht eine Waffe? Nee, es ist ein Talisman. Verstärkt Aufrufen der Götterskalpe. Ein heiliges Siegel der Apostel der Götterskalpe mit eingelegten Obsidian. Dieser Katalys ist ein Symbol für die Beherrschung der schwarzen Flamme und versteckt Aufrufung der Gottestöter. Aha. Hat einen Passiveffekt auf jeden Fall. Und hier war, glaube ich, draußen die Nebeltür dann. Ja. Deswegen bin ich da auch nicht reingekommen. Da oben habe ich jetzt gerade auch noch was gesehen. Hier ist noch eine Treppe, wo man hoch kann. Okay, ich bin mir dann aber auch fast sicher, dass man zu den Typen da. Ah, obwohl, von da kommt man dahin, ne? Ja, okay. Ich bin hier schon ein paar Mal lang gegangen, Leute, aber mich interessiert, ob man da irgendwie hochkommt. Geht wie so ein etwas längerer Abschnitt hier. Dann kann ich mir auch ein bisschen alles genau unter die Lupe angucken, bevor mir was durch die Lappen geht. So. Da muss man hochkommen können. Denke mal von da, von der Seite da irgendwie. Irgendwie später. Weil da am Anfang war, glaube ich, kein Weg. Wenn doch. Dann ist das halt so. So, was für ein Typ ist das? Oh, da ist ein Hund. Und sobald der Hund mich bemerkt, weiß er auch Bescheid. Okay. Kamera, bitte mach keinen Blödsinn. Hier kann man doch bestimmt. Klasse Backstab. Der hält einiges aus, wollte ich sagen. Und der kann mich treten, verdammte Scheiße. Ja, mit Ausweichrollen komme ich ganz gut gegen ihn zurecht. Dann kann ich auch zweihändig machen. Aua! Die Ausweichrolle muss dann aber auch sitzen. Da war Blut und Schaden. Und das war sehr gut. Okay. Krummfingermedizin. Und man kommt hier weiter nach O. Da ist ein Ort der Gnade, den aktivieren wir sofort. Was hat das mit. Kriege ich einen Aha-Effekt? Nee, das wird später ein Shortcut. Okay, dann haben wir das schon mal aktiviert. Da leuchtet eine Statue. Oh, hier ist ein Bild. Gemälde Prophezeiung.
Wo sind die Aschen? Ich glaube. Nee, bei den Aschen war das nicht. Hier war das. Das Werk eines reißenden Künstlers erinnert das an das Gemälde Prophezeiung. Das heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Die Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Monate kann man heute noch entdecken, wenn man den abgebildeten Ort besucht. Okay. So. Ich denke, ja. Ja, das habe ich verkackt. Das ist ähnlich wie bei den Trollen am Sturmhügel. Da muss man die Gegner dazu benutzen, das Ding aufzumachen. Schmiedestein. Da möchte ich nicht runterspringen. Jedenfalls noch nicht. Okay, dann setzen wir uns einmal hin. Der Gegner wird dann wieder leben, ne? Ja. Okay. Ich mach mal vor seiner Nase das Hundi weg. So. Er schlägt doch da drauf. Mach die Statue kaputt, Mann! Ich weiß nicht, wie ich die Statue kaputt kriege. Muss ich das vielleicht machen? Das muss gehen. Er macht es anscheinend nicht. Wie kriegt man die denn dann kaputt? Hoppala, falsche Taste. Okay, ich krieg die nicht kaputt. Ich weiß nicht warum. Erstmal geht die scheiß Fackel hier weg. Das geht mir auf den Nerven. So, wir entfernen uns mal von Ort der Gnade und gehen hier weiter. Also in der Statue wird wahrscheinlich ein Item drin sein, wie ich es schon mal auf dem Sturmhügel gesehen habe. Aber normalerweise, also letztes Mal konnte man Trolle dazu benutzen, um die kaputt zu machen. Und da ist ja auch kein anderer Gegner sonst in der Nähe, der dazu in der Lage wäre. Jedenfalls denke ich das. Okay, hier kann man jetzt noch weiter nach oben. Meinst du, dich sieht man nicht? Was verteidigst du überhaupt? Ein Schmiedestein. Ich hoffe, bei den neuen Wundern, die ich dann bekomme, ist was dabei, was stärker heilt, weil mittlerweile ist das, was ich habe, ein bisschen zu schwach. Goldene Rune. Oh, was haben wir da?
Was haben wir da? Ein goldener Baum. Jawohl. Eine goldene Saat. Moment. Da ist ein Troll. Troll, komm, 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 Troll. Komm, Troll. Ja. Erstmal kannst du die zerhauen, richtig? So, Troll, komm mit. Das war so ein Gang, den ich nicht gesehen habe. Trolli, komm, komm, putt, putt. Komm, putt, 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 putt. Nein, du sollst hier hinkommen, Mann. Du dummes Vieh. Ja, ja, komm, genau. Komm. Da unten sollst du hin. Ja. So, und das darfst du kaputt machen. Jawohl, geht doch. Die Viecher mögen by the way keinen Blutungsschaden, wie man vielleicht hier sieht. Da gibt ein bisschen mehr als die Viecher am Sturmhügel. Die am Sturmhügel geben 1000. Bei denen habe ich auch gefarmt. So, was ist jetzt in der Statue drin? Ein Schmiedestein. Und noch ein Schmiedestein, okay. Okay, vielleicht bleibe ich jetzt doch mal erstmal hier. Ein Fahrstuhl, den ich benutzen kann. Wo führt er mich hin? Wo bin ich denn? Ja, ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Seid ihr nett? Nein. Also ich kenne euren Papa, Alexander. Oh, das ist ein großer Pott auch. Also sie hatten eine Energieliste. Also nehme ich mal stark an, dass sie mich sowieso angegriffen hätten. So. Was bewacht ihr hier denn? Gesprungener Topf. Und eine gesprungene Topf. Ui, da oben ist was. Wie komme ich denn da oben hin? Ah, und das ist das Geräusch, was ich die ganze Zeit höre. Kriegsasche, Sturmrufer. Okay. Von hier bin ich gekommen. Und irgendwie kann man noch eine Ebene höher kommen. Die Frage ist, wie? Kukri, okay. Da ist so ein komisches Herbeirufen
Zeichen. Deutet das auf den Boss hin? Da ist der nächste Ort der Gnade. Jo, da ist ein Boss. Ja, den schauen wir mal kurz noch rein, würde ich sagen. Cutscene. Ist das Gerdrick? Mighty Dragon. Thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O Kindred. Deliver me unto greater heights. Well. A lowly tarnished. Oh, der hat ein paar Ärmchen. Plain as a lord. I command thee, kneel. Du hast mir gar nichts zu befehlen. I am the lord of all that is golden. Okay. Der hat ein paar Ärmchen. Oh, 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 okay. Da kam noch eine. Komplett an eskalieren. Der ist aber nicht so ganz schnell, kann das sein? Ich versuche mal zweihändig. Ja, aber jetzt muss ich weg. So, diesmal falle ich nicht drauf rein. Diesmal machst du das zweimal. Ist aber mal komplett an Ausrasten. Ist aber anscheinend nicht für Blut und Schaden empfänglich. Ich werde zu oft getroffen eigentlich. Eingewitter. Oh, ich habe den Eingewitter-Eingriff ver. Zweite Phase, ne? Okay. Hat er sich den Arm abgehackt? Was zum Teufel?
Aha. Das war vielleicht ein bisschen gierig. Ah, ich hab schon wieder versaut, aber die zweite Phase ist doch viel einfacher als die erste. Nein. Ich bin zu gierig geworden. Okay. Leute, den machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, den hätte ich eigentlich first tryen können, aber ich bin gierig geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.